So, Leute, da sind wir beim nächsten Spiel und ich habe einen Namen dabei. Guten Tag. Und wir gucken uns heute an Death in Texas gegen Show and Tell. Ja, Erzählstunde gegen Steuerhinterziehung. Ja. Allerdings, da Show and Tell mittlerweile ja eine vierte oder fünfte Version hat, das ist die Version mit den Ursas, mit den Fable. Die hat man gerade schon gesehen. Und tatsächlich mit Archon of Cruelty. Das ist so dumm, dass diese Karte es in das Deck geschafft hat. Modern Horizons 2. Wer mehr über das Treatment wissen will, guckt mal nur Delva. Ja, ja. Ja, ist schon interessant. Und auf der anderen Seite Death in Texas ohne Yorio. Ja, Straight-Up-Liste. Straight-Up-Liste, like. Sehr, sehr gut. Da ist ein Show-Unteil. Mhm. In den schönen Artworks. Ich glaube, ein Godzilla-Land. Das wäre dann Basic, das wäre dann nicht so geil, oder? Ja, kommt drauf an, was für eins. Ja, hab ich hier jetzt genommen, ja, stimmt. Ja, das ist ein Film, ja. Also, wir nehmen einen Wasteland auf der Hand. Eine Talia. Ja, Wasteland. Wasteland, go. Go. Ja, komm, mal. A Mother of Runes. Da ist was ist das, rot-blau war? Du, ich hab keine Ahnung. Es sieht zumindest leicht rot und blau aus. Es könnte aber auch rot und grün sein. Aber das wird man, glaube ich, nicht spielen. Da kommt eine Mother of Runes. Ich hatte jetzt meine Talia. Das ist ein Daze, glaube ich, auf der Hand. Ein Daze, ein Show and Tell, ein Diggy. Da ist noch ein Show and Tell, glaube ich. Oh. So, wird jetzt auf blau gefetcht? Oder auf Duel? Und ich würde ja wahrscheinlich einfach... Mit grün? Ja, was passiert denn da gerade? Veil of Summer? Ja, aber das wäre so, dass... Ja, das wäre das schlechteste Fetch, den du jetzt haben könntest. Es gibt, glaube ich, keine Karte, die so schlecht wäre wie das. Vor allem in dem Matchup. Ja, ja. Plus Wastelands. Der Grün, jetzt im Ernst. Was ist das für ein Haufen? Jetzt wahrscheinlich Soland? Yes. 16 und dann... Fable of the Mirror Breaker. Und sowas spielt man jetzt im Show-Unteil. Ach du Kacke. Ja, Free Lotus Petal. Ja, Free Lotus Petal plus du cyclest durch dein Deck, ne? Also ziehst gleich zwei und gibst zwei ab. Schlecht ist dort nicht, in keinem Deck. Was haben wir noch? Das hat eine Pokémon-Karte. Das ist eine Pokémon-Karte, glaube ich. Mann. Pokémon oder Digimon? Ich weiß es nicht. Ansonsten, jetzt kommt wahrscheinlich Italia. Nee, Spirit. Den wird stasen. Jo. Der wird gedazed. Der ist jetzt zu strong, weil du die Fable haben willst. Ja, gerade mit der Fable, mit dem Trigger, mit dem nächsten, den willst du ja haben, der ist ja ziemlich gut. Ja. Schwierig. Ansonsten, ja, Trigger, wirft mal ab, wirft mal nicht ab. Eine Karte wird abgeworfen schon, weil zieht. Sneak Attack nachgezogen. Das ist interessant. Oh. Ich meine, da fehlt noch ein Mana, aber ja, man kann halt angreifen, kann ein Petal bekommen. Und droppt einfach und die Sneak kann Attack. Die Sneak Attack einfach droppen. Geiler. Ich liebe diesen Treasure Token aus An irgendwas. Dem neuen Unset. Das ist ja Infinity. Genau, Infinity. Was ist das? Ach, Schuss. Dann Sneak Attack. Jo. Schnicken wir mal rein. Schnicken wir mal ein bisschen rum. Ansonsten, jo, was machen wir jetzt? Ich sehe von den Kreaturen, habe ich aber, glaube ich, keine auf der Hand gesehen. Ich habe seit dem Kiki-Yiki nicht mehr. Ah, doch, der hat die Sneak Attack nachgezogen. Ich glaube, da ist nichts, ne? Also halt die Frage, ob die Fable, die macht halt auch Druck, aber die Mutti sagt halt, ist mir egal. Da ist halt die Frage, was hat Texas denn noch alles? Texas hat einen Port. Es fehlt halt irgendwie so eine Weile oder so. Es hat halt wirklich gefehlt, glaube ich. Ja, plus... Ja, okay, der Wasteland-Start hat einen selber zurückgesetzt, aber das ist eigentlich okay für Texas. Ja, das ist voll okay.
Oh. Willst halt eigentlich jetzt gleich Hardside bohren, ne? Ja, vor allem bringt halt einfach der Port nicht so viel, wenn man halt gegen Sneak Attack spielt, weil der kann es ja einfach in der Upkeep trotzdem machen. Der schmeißt halt viel einfach in der Upkeep rein, ne? Also auf den Port, auf die Portaktivierung. Ja, wenn man ein Viech hat. Also hier ist ja der Fall. Ja. Ich glaube, hier ist kein Viech da, aber... Ja, ansonsten kannst du immer noch Brainstormen und so. Das ist halt irgendwie... Swords den Token. Ja, damit man den von Rot abschneidet über lang. Ja, aber... Ja, gut ist halt immer noch nicht, aber... Besser als jetzt den Kiki-Iki da liegen zu haben. Der kackt dir 2 Token pro Runde. Da kommt der Brainstorm. Da sind Länder. Ist das ein Gruseldaddy? Ja. Oder? Nee, Gruseldaddy hat mich nicht zurückgelegt, glaube ich. Ja doch, wenn man jetzt zieht, dann... das Paddle. Der flippt. Flipperino. Dann... Ist aber irgendwas. Paddle. Ich glaube, das ist Gruseldaddy. Fetchland. Oh. Fetch. Go. Das ist kein. Ich meine, ich finde es halt interessant von der Version, weil man halt mit dem Gigi-Jiki und dem Archon auch richtig krassen Bullshit machen kann. Richtig dummen Scheiß. Ja. Aber. Also die Fable, die wird ja zu viel gespielt, ey. Ja. Ist auch sehr, sehr, sehr beliebt. Ich kann's verstehen. So, was kommt da jetzt? 2 Mana, 3 Mana Flicker Wisp. Aber worauf? Auf die Fable? Boah, will man die wirklich resetten? Ich glaube nicht. Oh, nee. I do not think so. Oder du resettest deinen Port, aber dann machst du halt auch nicht viel. Ne? Ja, das sind 3 Flieger. Ja, ja, aber mit dem Port machst du halt jetzt nicht viel. Weil so, nee, der Gegner hat zu viel Mana, zu viel Boden, zu viel alles. Den kannst du ruhig benutzen, den Port, aber... Er wird hart überlegt. Es ist eine Flick, aber es... 2 Mana. Lionsash, okay. Das ist kein Flick. Nicht so mächtig, wie ich gedacht habe. Ja, ist aber eine Flick, aber es auf der Hand, auf jeden Fall. Ja, ist die Frage, ob Schoenthal jetzt was findet, ne? Die eine Karte oben drauf dürfte wahrscheinlich Rotz sein, weil der dürfte jetzt, ja, der geht jetzt fetch. Da ist das nächste Duel. Spielt der jetzt überhaupt noch Basics? Oder hat der nur ein grün-blaues drin? Boah, wahrscheinlich nur ein grün-blaues. Das ist interessant. Wahrscheinlich auch nur für Sideboard. Ja, ich glaube nicht, dass da Mainboard irgendwas mit grün drin ist, grün-blau. Es ist ja nicht so eine, UG Omniscience-Liste oder so. Da kommt noch eine Fable. Ja, die kannst du halt... Ja gut, du kannst halt jetzt den Token machen mit dem Token-Angriff, das bringt dir halt nicht so viel. Nee, gar nichts. Ja doch, sein. Mana. Ja, du bringst dir einen Treasure, ja. Dann kannst du den Treasure kopieren und kannst mit der Copy angreifen. Ja, ist ein Treasure. Dann blockt der wahrscheinlich. Oh, da passiert sogar noch was. Ah, der nimmt was aus dem Friedhof raus. Okay. Ein Land. Block. Schutz. Ja. Ja, ist die Frage. Was gibt's jetzt? Vom Prinzip her ist man hier relativ safe, wenn Schoenthal halt wirklich nicht anfängt, irgendwas zu suchen und zu finden. Aber ich weiß nicht, wie lange du das noch wirklich machen kannst. Ja, okay, nächste Runde ziehst du erstmal 2 frische neue Karten, wenn es sein muss. Ja, genau. Und wenn du jetzt überlegst, du ziehst 2 neue Karten, du gehst 2 tief, das kann halt im Show-and-Tell schon einfach der Dude sein.
Was? Ist ein Pflastersturm. Hey. Wahrscheinlich auf den Kikiiki. Ja. Ja. Krass. Hat man mit dem Pflasterstorm Mainboard, der echt nicht gut ist, noch einen Tag gefunden gegen ein Deck, was nur 4 Instant spielt? Ja, Tatsache. So, jetzt ist halt die Frage, findet ihr die Fable etwas, was du gebrauchen kannst? Ich weiß ja nicht. Du brauchst halt eigentlich nur Grusel Daddy. Grusel Daddy zieht Emmy und du gewinnst. Mehr ist es ja nicht. Nö, du hast ja genug rotes Mana. Also passiert jetzt genug. So, da hast du den Trigger, jetzt setzt sie sich hoch. Theoretisch kannst du zwei Lock. Was hält der da denn? Ich glaube, da war ein Grusel. Ach, der hat den gezogen oder was? Mhm. Das ist ein Sneaky. Das ist ein Daddy. Ja, das ist ein Secret Lair Secret. Secret Lair Secret Daddy. Secret Daddy, so. Ja, jetzt hast du halt genug Mana, um zu agieren. Das ist schon mal gut. Solitude den Grusel-Daddy. Puh. In Reaktion darauf. Ja. Ich bin wieder 7 Leben. Also bevor der Gegner Counter hat. Ja, bevor die Karten halt auf der Hand ankommen. Da ist aber noch einer. War direkt die oberste Karte. Kurze. Ich frag mal, den jetzt nutzt. Petal. Du kannst ja wieder 7 ziehen. Was ist? Stimmt, du kannst jetzt wieder 7 ziehen. Du kannst ja jetzt wieder 7 ziehen. Gegner wirft eine Handkarte ab, du ziehst 7 Leben. Das war's. Und exalt eine Karte. Ja, stimmt, und exalt. Das war da ein 2-7, 2-14 Trade. Da ist ein Emmy. Jo, da ist ein Emmy und da kommt der Rumsbums Kreuzfahrtschiff. Konfi. So, der Pflastersturm kann raus. Mhm. Bitte. Ja, musst halt jetzt Creator Removal reinschmeißen. Da haben wir schon das Boden rum. Und Death in Texas, Containment Priest, Constitute Judgment. Ja, du kannst halt eine Menge rausnehmen. Tatsächlich. Aber rein ist schwierig. Needle, wenn man dann noch spielt. Revoker? Nee, spielt man leider nicht mehr. Gar nicht. Kein Platz für. Nee, ich glaube sonst nicht viel. Was kannst du denn raus? Das komplette Starforge Package. Echt? Ich hätte gedacht mit der Kaldra, weil genug Kloppe. Ja, mit Kaldra machst du ein bisschen Kloppe, das ist korrekt. Aber sie tut halt sonst nichts. Sie ist halt ein 5-5er, der geht nach Haut und nee. Und du willst, sie geht da einfach einsperren. Okay, dann gehst du halt voll auf den Texas-Style, genau. Dann sagst du, machst gar nichts mehr. Jawohl, ein vernünftiger Start. Das ist der Start, den man haben will. Ich sehe noch ein Showtell und ein Mountain beim Shoot. Und eine Fable. Das ist eine Insel. Petal, go. Huh. Dann haben wir da noch eine Insel und einen Fable da. Jetzt muss ich gerade mal überlegen, ist das da blaue oder das rote Godzilla-Land? Das ist blau. Ja. Weil die kann ich irgendwie nie auseinanderhalten. Das Rote sieht fast genauso aus, nur ich glaube, das hat ein Bär. Ja, ach, das Rote. Okay, die Ränder sind das, was man sich anguckt. Jo, kommt eine Fable, ne? Hm. Man tut. Wenn die kommt. Ich wüsste nicht, weswegen die. Nee, ich wüsste nicht, wie man das aufhalten kann. Mana-Tarif, ja, im Text ist genau. Okay, da kommt eine Mama. 2. Dann habe ich das Stoneforge gewesen. Das ist nicht rausgegangen. Das ich heißt, da wird 2 drin gelassen. So ein One-Off von Dingen wird dann einfach gegangen sein. So. Ja, aber du kannst ja 2 Equipments und 2 Stoneforge theoretisch rausnehmen. Hast du 4 Slots frei. Mhm. Ich frage, wie viel du reinnehmen willst. Dort kann ich nicht. Spirit Hardcast. Dann hat man die vor, die Stoneforge reinzulegen dann auf der. Ja, weil alles andere ist ja sinnlos. Ja. Und das ist sogar das Caracas offen. Oh ja, das Archon erlaubt einem ja dann auch noch kohärent, also besser gegen Caracas zu sein, ja. Boah. Ja, plus, wie gesagt, mit Kiki Jiki die ganze Zeit Tokens davon zu erstellen, klingt nach einem Albtraum. Boah.
Hey, when do you say your favorite? Oh. Den Daddy abschmeißt, ist halt auch so. Hat nichts genommen. Nix abgeworfen. What? Sword Block stirbt. Mit dem Mana macht Matt Chaunte. Wahrscheinlich. Und sogar noch einen Affen. Go. Kein Land. Dann hätte ich nicht angegriffen. Nee. Den Angriff hätte ich nicht gemacht. Den Angriff verstehe ich auch nicht ganz. Aber im Prinzip hat man jetzt halt die Möglichkeit, als Texas-Spieler hier wirklich, wirklich weit nach vorne zu kommen. Zweites Wasteland. Ich frage mich jetzt, weshalb die, wenn die Stoneforge auf der Hand war, weswegen die nicht reingenommen oder reingelegt wurde. Da ist ein Recruiter, ein Swords. Man hat Swords drin gelassen? Ja, wegen dem Archon. Richtig mies. Ja, wenn man weiß, welche Liste er spielt, klar, aber ansonsten sind Swords richtig mies. Du kannst jetzt halt hergehen, kannst den Recruiter spielen und wie heißt der nochmal? Du kannst dir ganz eine Zahl ansagen. Und dann sagst du 3 an. Nicht Palace Jailer. Sanctum Prelate. Ja. Weil dann bist du ganz okay sicher. Ja, ja, ja. Das ist dann ganz okay, aber hat es halt immer noch Sneak Attacks, auch noch schwierig. Ja, okay, aktuell 3 Mana. Von dem her raus. Die Frage ist halt, wie man das Mana halt hier benutzt hat. Also ich hätte einfach 3 Mana den normalen Cast gemacht, sei man will halt wirklich safe gehen. Und je nachdem, wie safe man geht, ist Stonefutsch. Gut. Je nachdem, wie safe man geht, verliert man halt richtig Punkte tatsächlich. Also man lässt den Gegner hier jetzt nochmal eine Runde und nochmal eine Runde außerhalb des Prisons. Also ist schon... Man hat, by the way, keine Karten gezogen wegen dem Item. Wegen Spirit, Labyrinth, so. Ja, vielleicht aber trotzdem, wenn du den nicht brauchst, den Emmy wegschmeißen können, damit du reinschaffelst, aber aus der Folge, was so sinnig ist. Nee, finde ich für das eine Paddle. Kein Force. No Force. Ich meine, da wären Force auf der Hand. Dementsprechend wundert mich das gerade. Aber bei dem ganzen Zeug, was auf der Hand rumfliegt, vor allem bei den Artworks, weiß ich dann da nicht mehr. Fable flickert sich. Auch ganz cool, wenn man auf den Trigger von der Fable einen Contempt Priest spielt. By the way. Ja, die wird ja aus dem Spiel genommen und dann wieder reingebracht. Obwohl, und nie wieder reingebracht, genau. Und es ist ja kein Token. Oh Gott. Ja. Karte ist weg. Karte ist einfach weg. Lull. Guter Kauna habe ich noch nicht gehabt. Ist schon ganz nice, wenn man das machen kann. Lull. Ja, ansonsten ist hier vom also das Matchup, ich bin mir noch nicht ganz sicher, warum der Textspieler nicht angreift. Das ist auch eine gute Frage mit dem Spirit. Also Spirit hätte ja locker mal 3 Schaden machen können. Ja. Der hätte wahrscheinlich nicht geblockt und selbst wenn, da hätten wir im Block noch Schutz geben können. Anstatt vorher. Oh. Ja, ich glaube, Schutz willst du mir nicht geben. Ja, wenn der halt blockt. Mit dem Fable-Token. Obwohl, den hatte der wieder auch gar nicht. Mhm. Ja, 3 Schaden liegen gelassen. Mhm. Das kann schwierig sein. Jetzt kommt schon, der. Ich glaube, wenn ich es richtig gesehen habe, ist da ein Solitude auf der Hand. Da würde ich wahrscheinlich das Solitude reinlegen. Boah. Ja, ist die solideste Wahl. Vor allem das Wichtige ist halt, wenn du Solitude reinlegst, kannst du halt mindestens immer noch den Token abräumen. Jop. Wenn du irgendwas anderes rein... Ich meine, da ist noch ein Swords und noch ein Bekannt auf der Hand. Deswegen ist Solitude für mich halt aktuell so ziemlich eine gute Wahl. Was spielt das jetzt? 2 Mana. Containment Priest. Jupp. Der muss ja davor reingehauen werden. Da ist auch noch ein Emmy auf der Hand, oder? Und Sneak Attack. Ah, man hat Show and Tell into Sneak Attack into Emrakul wahrscheinlich geplant gehabt. Ja, man hat ja das Mana sogar noch offen. Das heißt, man muss jetzt erstmal gucken, dass man den scheiß Containment Priest loskriegt, weil man keinen Counter auf der Hand hat. Ja, das ist natürlich schwierig. Boah. Ich meine, man kann auch einfach die Sneak Attack da mal reinlegen. Ja.
Musst du ja, du musst ja jetzt dafür gehen. Mhm. Ja, ansonsten ist es halt wirklich schwierig, da irgendwie jetzt noch rauszukommen. Vom Prinzip her muss ich sagen, wenn man hier Ding und Tame Priest, das ist halt eine ganz oft gestellte Frage, Ding und Tame Priest in Show und Tell legt, passiert halt nichts. Das ist halt leider das Problem. Ja, wobei... Und man legt nicht mal die Sneaker... Doch, ich gerade sagen. Doch, wenn er den Contempt Priest reinlegt und er legt eine Sneak Attack rein, dann... Hä? Ja, Concede. Wo? Oh. Kaldra? Ja, man hat doch noch 19 Leben. Ja. Ah, wahrscheinlich hat man keine Karten gegen den Contempt Priest reingebordet. Das kann natürlich sein. Das heißt, man wird den niemals... Ja, es wird nämlich erstmal gebordet. Dann würde man niemals den los und dann würde man einfach verlieren. Das ist ja, vor allen Dingen, die spielen ja in der Version spielt ja wahrscheinlich keine Wishes. Nee, ich denke nicht. Uiuiui. Ui, ui. Ich denke nicht. Da wird noch eine Karte gegoogelt. So. Das ist Fetchland Duel Tudenge. Oder Fetchland Basic. Ja. Yes. Also wird es wahrscheinlich ein Skalitan sein. Ja. Korrekt, es ist ein Skalitan. Dann kommt jetzt der Ponder. Dann Ponder. Ponder. Gute Karte. Schöne Karte. Boah, Duel, Ponder und noch ein anderes. Ist echt nicht so geil. Das ist halt so, ne? Ja, das gehst du schaffeln, oder? Ich wüsste halt nicht, warum du es behalten solltest. Weil, okay, krass. Okay. Das ist wirklich eine Frage. So, was kommt bei Texas? Bei Texas kommt nichts aus dem Land. Das ist nicht so strong. Das ist wirklich nicht strong. Das ist eine blau-weißes Fetch. Aha, jetzt wird man zumindest irgendwie. Das ist ein Blood Moon. Da ist einfach straight up Blood Moon reingebordet worden. Klar, gegen Caracas. Und die Ports, die können halt auch nerven. Ja, Ports, Wastelands. Dadurch, dass sie jetzt auch noch das Saigando spielen, was ja auch ein Mountain ist. Wie viel Ebenen kann man denn überhaupt noch spielen? Ich vermute mal so um die 7 bis 8 in einem 60-Karten-Haufen. Das ist auch nicht so viel. Nee, das ist vor allem nicht mehr so viel wie früher. Da kommt noch ein Lotus Battle, dann ist es Go. Fable schon wieder auf der Hand. Fable tut sich echt gut im Match. Ja, also sie macht viel. Aber generell macht hier, glaube ich, auch viel in dem Deck. Ja, ja. Mistmatch. So viel zu, wie viele Ebenen. Hübsche Welt. Ah, dann ist doch die Community-Ebene, oder? Nee. Ne? Dann ist es No-Covered Full Art. Da wird das andere ist ein Old Border. Aus irgendeinem Set. Yu-Gi-Oh!-Karte gegen ja. Talia. Zeitverein. Okay. Da kommt jetzt. Ja, das Mana, spiel mal ein Land. Was? Oh. Grusel Daddy, Show and Tell. Und Engine Tomb. Das sind gute Karten. Endum, Fetch, Showtel, Grusel Daddy, go. Jupp, und hoffen, dass da kein Caracas liegt. Das ist selbst es halt. Wenn. Bei einem 60-Karten-Haufen von Death and Texas ist die Wahrscheinlichkeit, dass man die Karten hat, die man haben möchte, wesentlich höher wie bei einem 80-Karten-Haufen. Weil man halt wirklich sehr viel Straightliner ist. Deswegen finde ich ja die 60-Karten-Version immer noch besser. Sei denn, du spielst da gegen Uro. Gegen Uro ist ja halt Müll. Ja. Da hast du nicht genug Pulver in dem Deck. Da ist der Mountain. Nee, ist kein Mountain. Es kein gibt Mountain. Dann noch die Insel. Ja, eine Insel mit Buff. Oh. Ja, musst du jetzt für gehen, ne? Wenn das blau-weißes Fetch ist. Ne, du hast halt noch ein Duel auf der Hand. Dementsprechend kann man halt auch schon in den Overflow gehen mit zu vielen Duels. Ne, Gegner Duel-Fetch-Ding nicht mehr. Da wird die Fable gespielt. Okay. Strange. Wahrscheinlich, weil man nach einer Sneak Attack sucht. Oder halt irgendwas Weiterführendes. Die Frage.
Wenn ich es richtig gesehen habe, ist dann Caldera bei Devin Dex auf der Hand. Das ist natürlich nie gut. Die sind noch nicht mal gut im Show-Unteil. Sag mal, vom Prinzip her ist Devin Dex ja traditionell sehr, sehr favored gewesen. Aber Show-Unteil bzw. Omniscience oder UG-Omniscience oder UR-Omniscience, Nick-Show oder wie auch immer das Deck heißt, ist halt schon weitergekommen tatsächlich von den Karten her. Ja, jetzt halt viele reingenommen. Gerade hier Archon und so weiter. Jetzt ist halt mit dem Karakas die Hosen runter. Ne? Ja, Karakas schon ganz gut. Auch Natalia. Ein Spirit oder of einen Contempt Priest, der noch da rumfluchst. Das wäre halt gut, man könnte einfach Go sagen, wenn die irgendwas macht, Contempt Priest, und dann damit dann. Das ist die ganz langsame. Oh, Spirit of Labyrinth. Auch nicht schlecht. Der knackt jetzt wieder die die Fable zeitlich. Also das muss man sagen, das macht der Textspieler Mann hier richtig gut. Immer schön die Zeiten anpassen, wo halt dann die Fable zickert. Yep. Damit der Gegner wirklich nur eine Karte statt drei Karten zieht. Beziehungsweise eine Karte zieht, zwei lootet für sonst. Ah, schon strong. Jo. Ja, ist halt Fable, wenn ich die allein schon, was die in Prison jetzt mittlerweile macht. Alles. Ja. Du hast Card Draw in dem Deck. Ja, du hast Card Draw, du hast Finisher Lines, du kannst Goblins machen. Das Ding macht einen Goblin. Und, du kannst und. Kopieren. Ja. Das ist sehr, sehr strong. Misty Rainforest. Ja. Das ist ein Wasteland. Hat schon fast kein Target mehr. Hat, glaube ich, gar kein Target mehr. Also ich wüsste jetzt nicht, warum man hier Wasteland sollte. Und da hätte ich jetzt die. Gut, da hätte ich jetzt was anderes genommen. Das Council Judgment. Da hätte ich nicht die Dinge vorgehabt. Es sei denn, er möchte wirklich jetzt nach Wasteland. Was ich nicht tun würde in dem Moment. Nee. Fable wird gewählt, Fable wird gewählt, Exile, go. Da wird noch gewasteland. Krass. Auf das Tomb, okay. Ha. Dafür macht das halt eigentlich nicht viel, nicht genug. Nee, das Mana hat er. Das dann lieber agil bleiben. Es wird es einen Unterschied machen, wenn er drei Mana hätte, nur da, also jetzt drei Mana gehabt hätte und Wasteland ist dann. Ja, genau, aber das ist halt nicht der Fall. Also es sind ja von dem Prinzip her immer die Mana, zwei Mana gewesen. Ich bin jetzt mal gespannt, was jetzt kommt, weil man hatte ja auch gesehen, waren auch irgendwie noch was wie Forsten so weiter auf der Hand, es wurden nicht geforst. Ja, wahrscheinlich war es egal. Weil es egal war. Kotz. Wahrscheinlich hätte ich sogar erst angegriffen. Nur damit der 1-1er, der 2-2er mit dem Spirit tradet. Weil den Block würde er jetzt niemals nehmen. Wenn du aber einfach sagst, Angriff, mach Trigger, go, dann wird er ihn auf jeden Fall blocken, denke ja. ich. Erst hauen, dann bauen. Das ist so eine grundsolide Einstellung dazu. Ja, funktioniert auch wirklich, wirklich gut. Ansonsten ist es halt wirklich, wirklich schwierig. Die Hand, also ist eine Solitude ist auf jeden Fall noch auf der Hand bei der Texas, was echt nicht schlecht ist für das Schauenteil. Ja. Ist halt ein Creature Removal, der Emrah cool trifft, ne? Yes, genau das. Body Witch Force, wenn ich es könnte. Obwohl die. Naja, du ziehst ja keine Karten. Genau, ziehst eh keine Karten, das macht nicht so viel Unterschied. Und du hast zwei von den Typen, die Treasures. Was war das denn für eine Karte? Upgrade. Pyroclasm. Pyroclasm? Ja. Dann kriegst du Token. Dann kannst du gleich einen Archon hardcasten. Jo. Oh Gott. 2, 4, 6, 7. Ein Mana fehlt noch für den Archon. Archon kostet 8. Ja, dann heißt noch einen Angriff nächste Runde und dann Yalla. Gut, dafür machst du es ja. Hit Damage. Gib mal unter 14, ne?
Ja. Direkt mal schennen, wenn Leute das Live-Ding nicht benutzen. Nächstes Mal direkt haue. Ja. Die sagten schon immer, die Äpfel immer mitten in die Fresse rein. Bitte schön für den ganzen Ohrwurm. Ist das ein Akon? Ich glaube, das ist wirklich ein Akon. Boah, das wäre natürlich strong. Der weht jetzt auf Show and Tell. Show and Tell into Akon? Ich hätte ja angegriffen, Hardcast Akon gemacht. Ja, safe. Also, dem geht da ja noch eine Chance zu geben, irgendwas Cooles rauszuknallen, da lieber das Show and Tell später benutzen. Jetzt liegt er nämlich da Solitude rein. Wahrscheinlich. Ja, da trotzdem. Oder mal überlegt gerade noch. Na, ich glaube, da ist bei dem Schauspiel noch die Frage, was er macht. Bei dem Netflix-Spiel noch die Frage, was er macht. Ist aber auch echt nicht so einfach. Nee, nicht wirklich. Weil gerade jetzt kann es halt in jede Richtung swingen. Und könnte halt auch Backswing. Ich glaube, was da natürlich auch eine Frage sein könnte, hier Active Player, Non-Active Player Reihenfolge bei gleichzeitigen Triggern. Ja, das kann sein. Weil das haben wir nämlich jetzt. So. Beide Trigger gehen auf den Stake. Ja, Akon geht ins Exile, Devin Texas muss was opfern. Ja, das ist Solitude. Wobei es nicht Solitude sein. Active, non-active. Das heißt aber, genau, der Akon-Spieler zieht auch keine Karte. Jupp. Dann wird die Kaldra discarded und man nimmt das Solitude. Krass. Also zumindest sieht es gerade so aus, so wie die Hand gehalten wird. Ja, es kommt gerade darauf an, wie genau der Akon geworden ist. Je nachdem, kann man vielleicht eine Karte ziehen oder nicht mit einem Akon. Weil er zieht ja auch eine Karte. Ja. Da wird mal nachgeguckt. Weil wenn er draufsteht, der jeden Opfer von der Kreatur, dann draw a card oder so, dann ja, sonst nicht. Ich bin gespannt, ob das richtig war. Ja, jetzt hältst du mit den beiden rein. Er wird niemals mit der Solitude blocken. Das stimmt. Kannst du hauen gehen? Du hast immer noch den. Oh krass, er blockt wirklich. Der blockt. Oh. Uff. Du hast immer noch den. Den Drain gehabt. Oh. Und da kommt die Sneak Attack. Ohne auch nur ein Land zu tappen. Oh, Alter. Ja, jetzt kann halt jederzeit aus sein, wenn da der Emmy von der Top kommt. Ja. Den kriegt man nicht mehr gehandelt. Oh, da geht's in der Turns. War das so lang, das Spiel? Ja. Wow. Ich hab's ein bisschen verschnellert. So, ich hab's ein bisschen verschnellert. Dann kann ich mich, glaube ich, sogar noch daran erinnern. Genau, extra Turns hier jetzt angezeigt durch den Würfel in der Mitte. Ab. Ich glaube, da ist der Emmy. Ja. Ab 50 Minuten ist vorbei. Ja, weil den Emmy, das ist nämlich ganz genau das Problem. Auf den Emmy musst du reagieren, bevor du in Combat gehst. Ansonsten ist der eine Later-Trigger auf dem Stack. Ja, das Problem ist, du musst dir, glaube ich, einen Later-Trigger fressen. Und weil das Problem besteht nämlich darin, dass Ain sonst immer und immer wieder casten kann, beziehungsweise reinsneaken kann. Ja, du musst den jetzt fressen. Dann bist du aber trotzdem tot. Ja, früher oder später bist du einfach tot. Alleine deshalb, dass du halt dieses Mal 6 permanente opferst und der nächste Runde zuhaut. Die Frage ist, schafft man es hier noch, ein Karakas zu topdecken oder ähnliches, um irgendwie nächste Runde zu überleben, um noch einen Unentschieden rauszuhauen? Das ist halt das Interessante, genau an solchen Interaktionen. Flott ein rotes. Ist halt egal, man hat halt immer noch zwei rote Mana drum liegen. Was zu viel. Ne, du musst den.
Boah, Containment Priest wäre jetzt halt super gewesen, aber selbst dann kommst du nicht hinterher. Dann ist es, ja gut, dann wäre er halt nie reingekommen, das ist schon okay. Ja. Aber. Okay, dann kannst du immer noch sagen, du legst nichts rein, ne? Ja. So, dann hat er noch die Pyrokinese auf der Hand und dann. Ja, also hier müsste man einfach sich angreifen lassen, einen Later-Trigger nehmen, bouncen, swarded und dann bounced. Und dann kommt ja der Annihilator-Trigger. Und jetzt natürlich die Frage, ob man Karakas topdeckt. Also ein Schrott. Ja. Karakas und Karakas only. Für das Unentschieden. Das passiert halt auch manchmal auf Turnieren, dass man halt wirklich für den Unentschieden blockt bzw. spielt, wenn man nicht unbedingt gewinnen kann. Dritter Exerzug. Das muss Karakas topdeckt werden. Ja. Da ist ein weißes Land, aber kein Karakas. Fast, Scheiße. Fast. Ja, dann kommt der Emmy. Dann kommt der Emmy, Alter. So. Ja, 2-1, Showtel. Mega, mega spannendes Spiel. Gerade noch in dem letzten Extra-Turn. Der wird der Stegefinger noch gezeigt. Mega. Geiles Ding. Geiles Ding. Wirklich, wirklich cool. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.